Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Thermomix mit Claudia. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ein kleines Infovideo für euch und zwar ist ein neues Update im Umlauf. Das ist das Update 1.5.4 und das ist eben seit 2.12.2019 jetzt im Umlauf. Dauert natürlich ein bisschen, bis das jeder von euch bekommt, bis das erreicht, jeden Thermomix erreicht. Und ich zeige euch dann noch genauer, wie man da die manuelle Suche starten kann, dass ihr schauen könnt, ob ihr das schon machen könnt und wie ihr das, also was sich so verändert hat. Und da sind eben jetzt Beispiele, dass eben zwei neue Modi jetzt am Thermomix existieren. Und das ist eben das, was eigentlich so cool war an diesem TM6, weil es ja geheißen hat, man kann die Modi immer erweitern. Was beim TM5 natürlich zum Beispiel nicht gegangen ist, dass man da jetzt irgendwie nur was hinzufügt. Jetzt haben wir diese gewissen Modi wie Pürieren gehabt und jetzt sind zwei weitere dabei, wie Reis kochen und Eindicken, also Soßen eindicken zum Beispiel. Und wie die jetzt genau funktionieren, was sie da verändert hat und was ihr dazu machen müsst, werde ich jetzt genauer zeigen. So, als erstes zeige ich euch jetzt, wie ihr das findet, ob ein Update für euch verfügbar ist. Und zwar geht es auf die Striche, auf die Einstellungen rein, dann wischt es da so rauf und geht es auf Thermomix Version und Update. Und bei uns seht ihr jetzt da zum Beispiel 1.5.4. Das heißt, das ist das aktuelle Update, das wir eben bereits haben. Und da könnt ihr jetzt nach Update suchen. Das ist einfach eine manuelle Funktion, die euch eben jetzt sagt, ob ihr was machen könnt oder nicht. Unsere Software-Version ist am neuesten Stand. Bei euch sagt es dann entweder keine Version, neue Version verfügbar oder eben schlagt euch das Update vor. So, zum Update möchte ich eben nur ganz kurz was sagen. Das ist eben nur, finde ich, wichtig. Ihr braucht euch bitte nicht stressen. Also, wie gesagt, das Update ist am 2.12. rausgekommen. Es ist heute der 9., da haben es wir gekriegt erst. Das wird jetzt einfach dauern, bis das wirklich jeden Thermomix erreicht hat. Das heißt, macht euch keine Sorgen, wenn ihr jetzt wen kennt, der sagt, hey, ich habe das Update schon. Es kommt auch zu euch. Also, jeder Thermomix TM6 bekommt dieses Update und diese neuen Modi, auf jeden Fall. Jetzt schauen wir uns die zwei neuen Modis an und schauen wir mal, was die so geben, wie die so funktionieren und damit ihr euch einfach dann auch auskennt, wie sie es hernimmt. So, woran erkennt ihr jetzt, dass ihr das Update habt? Ihr habt es da, wie man sieht, bei uns sind da jetzt 4 Punkte. Man sieht es eher schwach, aber man sieht es. Da waren vorher immer nur 3 Punkte, also 3 Seiten quasi, zwischen denen man hin und her schieben hat können. Jetzt schieben wir eben ganz normal nach links zu unseren Modi. Das sind die ersten. Und da haben wir eben auch schon den neuen Modus Reis kochen. Wenn wir den jetzt anklicken, dann seht ihr da unten dieses Kreuz. Das heißt, ihr könnt im Prinzip selber keine Zeit einstellen, weil er das wie beim Vorspülen errechnet, sie aufgrund vom Gewicht und von dem Inhalt, der drinnen ist, wie lange wird er brauchen, um den Reis zu kochen. Das heißt, das ermittelt er sie erst. Also schreckt sich nicht, wenn da jetzt am Anfang 29 Minuten steht. Das wird sie mit der Zeit reduzieren. So, wie macht ihr das jetzt? Also wie quasi funktioniert dieses Reiskochen? Es ist im Prinzip so, ihr braucht den jetzt nicht einhängen, wie ansonsten beim Reiskochen. Ihr macht einfach den Deckel auf von eurem Mixtopf, schmeißt quasi 200 bis 500 Gramm Reis rein. Dann immer das Verhältnis 1:2 mit Wasser, das heißt immer die doppelte Menge an Wasser. Dann braucht es einen halben bis einen Teelöffel Öl und einen halben bis einen Teelöffel Salz. Das Öl ist dafür braucht man dafür, dass eben jetzt halt keine Schaumbildung entsteht. Und damit man aber trotzdem sämtlichen Geschehnissen obendrum beim Mixtopf nur entgegenwirken können, gehen wir den Gareinsatz, statt einen Messbecher oben auf dem Deckel vom Mixtopf. Das schaut im Prinzip so aus, dass ihr so, den runtergibt. Den draufstützt, da ist euer Reis drinnen, nimm Wasser. Dann geht es auf diesen Modus Reis kochen, dreht den Wähler und es fängt dieser Modus an und berechnet sich das und kocht euch den Reis so, wie er sein soll. Genau, und wenn ihr, ganz wichtig, das erwähne ich jetzt bei dem Modus auch schon mal, wenn ihr jetzt da aus diesem Modus raus wollt, dann müsst ihr eben unbedingt den Modus wieder deaktivieren. Das geht jetzt einerseits, indem ihr entweder dieses grüne Lichtlein wieder deaktiviert. Oder, wenn er eben aktiviert ist, dann einfach aufs Häuschen, dann ist er auch deaktiviert. Weil wenn ich jetzt den Modus aktiviert habe und dann drüber, noch rüber schiebe, dann kommt einfach die Cookie-Do-Seite. Wenn ich aber dann wieder nach links schiebe, ist der Modus nur aktiv. Das heißt, ich kann mir jetzt
nur durch Weitergehen wieder einen weiteren Modus aussuchen. Jetzt nur eine kleine Nebeninformation, ihr seht da oben ein kleines i. Das heißt, wenn ihr da drauf drückt, dann kommt so eine kleine Information, einfach die euch da ein bisschen was übers Reiskochen sagt, dass du eben Parboiled Langkornreis, Basmati-Reis, also was könnt ihr damit machen und dass man eben den Garinsatz benötigt und die Rezepte wird man dann auf Cookidoo finden, gibt es da einfach ein bisschen Zeit, das wird natürlich in Zukunft auch immer mehr. So dieser Modus, also der zweite Modus, dieses Eindicken, da geht es eben darum, dass man eben Soßen, Puddings eindicken kann mit dem Thermomix. Das ist uns auch allen eigentlich klar, weil das immer wieder gemacht wird. Jedoch ist das jetzt ein eigener Modus, den man aktiviert dafür. Wenn man jetzt, also er hat im Prinzip zwei Grad-Einheiten, die man einstellen kann. Einerseits 80 Grad, andererseits 100 Grad. Die 80 Grad verwendet man dann, wenn man was mit Eidotter eindickt, also wenn man jetzt da eben Ei das Gelbe vom Ei hernimmt, um einzudicken, für Soßen zum Beispiel wie Hollandaise. Wenn man jetzt aber Maisstärke, Weizenstärke oder Mehl zum Beispiel verwendet, dann nimmt man die 100 Grad her. Und das Tolle daran ist einfach, dass das eben durch Hitzezufuhr wird das Ganze eben eingedickt und das auch noch klümpchenfrei. Das heißt, ihr habt wirklich ein super Ergebnis am Ende, egal ob Soße oder Pudding. Und jetzt zeige ich euch natürlich auch noch ganz schnell, wie wir da hinkommen und was bei dem i so zu finden ist und was noch wichtig ist für euch. Jetzt löst sie eben auch die Frage des vierten Punktes auf. Und zwar, wenn ihr da jetzt mache ich so, wenn ihr da rüberwischt, dann ist es ja eigentlich aus. Aber man sieht, es folgt noch weiteres. Und man sieht, da ist noch viel Platz offen. Eindicken ist eben jetzt, schaut wie so ein Saucier aus. Wir wählen das an. Dann haben wir eben da einerseits mal die 80 Grad, können aber eben auch 100 Grad hernehmen. Das heißt, wie gesagt, Eidotter 80, Mehl, Stärke, Weizenstärke, welche auch immer, 100 Grad. 12 Minuten, sagt er, der kocht es auf und erledigt es für uns. Was ist jetzt da oben beim i zu finden? Nur zum Beispiel, dass eben das für herzhafte oder süße Soßen zum Beispiel, wie Hollandaise eben oder Bernese, Vanillesoße, aber auch für Curds verwendet werden kann. Und eben das, was ich euch gesagt habe, mit die 80 und 100 Grad. Und dass die Konsistenz der Soße natürlich von den Zutaten abhängt, die man hinzufügt. Das heißt, das Mengenverhältnis soll natürlich passen von Flüssigkeit zu zum Beispiel Eidotter oder Mehlstärke. Und da findet man natürlich auch Rezepte auf Cookidoo. Jetzt schon, aber wirklich spezifische dafür werden natürlich kommen und lasst euch da einfach auch ein bisschen Zeit. Und wieder eben, was ich nur sagen will. Einmal X, um das Informationszeichen auszuschalten und da einmal aufs Häuschen, dann seid ihr wieder heraus, Modus ist deaktiviert und ihr könnt wieder losstarten. So, das war jetzt eigentlich ja schon alles für euch zu diesem Thema. Wir wollten das einfach mit euch teilen, weil es einfach auch spannend und interessant ist, immer was sich so beim Thermomix tut. Und ich freue mich natürlich immer über eure Kommentare, ich freue mich auch über Negative, über alles. Ich freue mich über das, wenn ihr mir sagt, was haltet ihr von die Modi? Habt ihr es schon angewandt? Wenn ja, zum Beispiel bei Soßen, wofür? Habt ihr schon Reis gekocht? Findet ihr es jetzt da hilfreich oder nicht? Also ich freue mich über alles. Über Daumen hoch und Abo dalassen freue ich mich natürlich auch immer wieder. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Reiskochen und beim Eindicken und bei allem, was auch immer ihr mit eurem lieben Thermomix so treibt. Bye bye, ciao! So, jetzt nur kleine Randinformationen nur für euch, einfach für jeden, der es vielleicht noch nicht weiß. Dieses Abo dalassen, also wenn ihr unseren Kanal abonniert, das ist für euch völlig kostenfrei. Jeder, der ein Google-Konto hat, braucht sich da gar keine großen Gedanken machen. Ihr braucht wirklich nur da unten auf Abonnieren klicken und schon ist es so. Und die Glocke, wenn es nur aktiviert, heißt einfach für euch, dass ihr keine Videos mehr von uns verpasst. Würde mich natürlich sehr freuen und hoffentlich ist der ein oder andere dabei, der vielleicht auch angetan ist. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Tschüss! Ich weiß nicht, wie ich den Sch*** reinbringen soll. Du ziehst das nicht aus. Weil ich den ausziehe, weil man kalt ist.